Hallo und willkommen zu einem weiteren spontanen News-Video von mir. Wir stehen hier bei dem Dark Core Hauptquartier neben Draco und da schwebt Josh in der Luft. Ja, voll normal. Aber auf jeden Fall stehen wir hier, weil SSO Neues zu den Nachtreitern gepostet hat. Da ja am Anfang des Jahres gesagt wurde, es gibt ein neues Rennen, ein neues Clubsystem, die Charaktere, also unsere, werden überarbeitet und die Charaktere der Nachtreiter werden überarbeitet. Also von Sabrine und Katja und die anderen zwei weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall werden sie überarbeitet und hier könnt ihr sehen, das hier ist Sabine. Hier das. Und diese überarbeitet werden, hier hat man so eine leichte Überarbeitung von ihr gesehen. Also sie trägt keinen Reithelm, hier das kann man erkennen. Und sie hat aber trotzdem noch diese Knöpfe hier in ihrer Jacke, wie da. Und trägt hier in so einen komischen, eine komische Schnur oder so um sich. Und hier dahinter ist irgendwas komisches Rotes. Aber man sieht auch noch, dass diese Version noch nicht ganz fertig ist, weil die hat ja hier einfach eine Art Loch. Und das ist nicht wirklich sinnvoll. Wir lesen uns jetzt erstmal kurz den Text durch. Aber auf Deutsch, weil, ja, auf Englisch möchte ich den jetzt nicht unbedingt durchlesen. Also, einen fröhlichen Darkcore-Tag. In diesem Jahr wird Darkcore 131 Jahre jung. Könnte das ein Teaser unserer Darkreiterin, also Nachtreiterin Sabine sein? Heute vor 131 Jahren gründete der Visionär Owen D. Sands einen Darkcore, um die mysteriösen Tiefen von Yorick zu durchforsten. Die Leute, die ihn als verrückt bezeichneten, haben Pferde Federn, aber in seinen mutigen Initiativen würden die Nachbarn Unrecht beweisen. Später unter dem Namen Darkcore wuchs Sands identischer Nachkomme John Sandman in das Unternehmen zu einem Kraftpaket im globalen Energiebereich heran und konkurrierte sogar mit der General Electric Exxon Mobil und GD. Während die Taktik des Unternehmens im Laufe der Jahre einige Kritik hervorrufen hat, Klage mit Schurkenklonen, wuchernde Roboter und genverlesende Gräulen wurden alle außergerichtlich belegt. Lebt Mr. Sands ursprüngliche Vision weiter. Mit Darkcore ist die Zukunft rosig. Also, das ist der Text, den SSO dazu gepostet hat. Und hierzu ist das Bild. Und da sie ja gesagt haben, dass die Nachtreiter überarbeitet werden und man hier den ersten Teil sieht und man auch schon mal, ich finde das Bild nicht, aber Katja wurde auch schon mal angeteasert, das ist aber schon etwas länger her, dass sie fast fertig ist. Ich finde das Bild leider nicht, es tut mir leid. Und das könnte auch sein, dass es in der übernächsten oder nächsten Agenda dann kommt, weil wenn Katja schon fast fertig ist, sie hier fast, naja, nicht fast fertig ist, aber bald fertig ist, dann könnte es doch sein, dass wir bald neue Nachtreiter bekommen mit einer Hoffnung auf neue Hauptquests, weil nur die Nachtreiter werden ein bisschen bescheuert. Und es wäre schön, ein bisschen mehr über die zu erfahren und neue Storyquests sind ja immer gut. Als kleiner Bonus habe ich hier noch was von dem Happy Darkcore Day letztes Jahr gefunden. Also wo sie 130 Jahre alt waren. Das können wir uns auch nochmal kurz durchlesen. Natürlich übersetze ich es erstmal. Also, ein fröhlicher Darkcore-Tag. Vor 130 Jahren gründete Herr Sands mit der Bohrfirma Darkcore, die wir als Darkcore kennen, und begann eine endlose Fehde zwischen denen, die die Insel ausbeuten wollen und denen, die sie beschützen wollen. Niemand weiß, was für die in Zukunft auf uns kommt, aber eine kleine Motte hätte uns vielleicht ins Ohr geflüstert, dass die Dunkelheit braut. Und ich denke mal, das hier soll der Sens sein und das hier irgendein Artefakt von den Nachtreitern, den Soul Worldern, keine Ahnung.
Und unten steht, this is the Heartbringer of a Dark Rider Reunion. Ich habe mal eben das mir übersetzen lassen. Und das heißt, ist dies der Vorbote einer Rückkehr der dunklen Reiter, also der Nachtreiter. Und ja, das war letztes Jahr hier das. Und wenn man sich das so durchliest, das hier, und wenn man das hier noch dazu denkt, dann kommt das schon einiges zusammen, was man sich jetzt zu der zu Dakor weiß. Also ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses kleine, kurze, knackige Infovideo gefallen. Es war wie das letzte ziemlich spontan. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis morgen oder die Tage. Ciao, ciao.